Guardians of the Galaxy setzt heute zur Abwechslung mal aus. Ich habe leider es nicht geschafft aufzunehmen, deshalb heute eine Runde Reigns. Sind wir denn der junge König? Ich glaube ja, das sind wir. Ihr habt mich also vom Thron verdrängt und für alle Zeiten in dieses Verlies geschickt. Nein. Nun, jetzt habt ihr den Schlamassel am Hals. Viel Glück damit. Die sind alle ziemlich verrückt, wisst ihr? Wer? Versucht einfach, ein Gleichgewicht zwischen den vier Mächten zu bewahren, um euren Kopf zu halten. Der Geist sieht euch nachdenklich an und verschwindet. Ihr kehrt in den Thronsaal zurück. Ja, von Reigns gab es ein kleines Update. Ich habe das ja irgendwann schon mal gebracht. Gab ein Update, ich habe es auf dem Handy schon gezockt, aber tatsächlich, pardon, ich war gerade etwas weiter weg vom Mikro, tatsächlich aber hier noch nicht, am PC. Neuer Spielstand, neues Glück. Jetzt gucken wir mal nach, was abgeht. Die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen. Ja. Die Minen sind voller Gold, Majestät. Wir sind reich, ist besser. Die Nachricht lautet, glaubt dem schwarzen Vogel nicht, alles Schwindel. Warum? Die Nachricht lautet, Sakuya ist eine Marionette, übler Leute, leider. Okay, jetzt streiten sich die Tauben, oder was? Beide Vögel sehen euch an und bemerken endlich eure Anwesenheit. Die ganze Zeit, in der ich sorgsam meine mächtigen Botschaften geschrieben habe, alles vergebens. Hä, welche Botschaften? Ja, ich hätte an das Auge geglaubt. Ach, ganz ehrlich, nehme ich Wasser. Eure Minen fördern nicht genug Eisenerz. Wir müssen sie im Ausland kaufen. Waffen im Ausland kaufen, glaube ich, ja, weil damit unser Militär. Gebt dem Heer etwas. Und wir haben 5 Jahre regiert. Wupp, wupp. Ich möchte eine Messe zum Andenken an euren Vater lesen. Ja. Es sollten mehr Wachen patrouillieren. Joa. LOL, das schwarze Scheißvieh. Ja, komm. Ich mag Mart nicht, er ist ein winselnder Lügner. Wer ist Mart? Nein, es gibt keine Kirchensteuer. Königin Lucia wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht. Ja. Die Bauern rebellieren. Große Gruppen plündern die Hauptstadt. Euer Heer ist machtlos. Verstärkt das Heer. Aber Soldaten verlangen von einigen Priestern ihrer Gemeinde Schutzgeld. Beendet das. Nein. Das Vieh stirbt an eurer Seuche tagtäglich, an einer Seuche tagtäglich mehr. Helft euren Bauern, sie einzunehmen. Kann ich nicht. Folgende Begründung, ich habe kein Geld mehr. Es kann jetzt aber sein, dass wir sterben. Oh, nee. Da, das war eine Lüge. Und ihr habt sie nur zu Kerne gestuckt. Gut gemacht. Der Krieg ist lang und schmerzhaft. Bittet um einen Waffenstillstand. Ja. Auch nicht der Teufel. Der Hund ist übrigens der Teufel. Einige Dörfer behaupten, himmlische Wesen griffen sie an. Sicher ein Trick, um weniger Steuern zu zahlen. Ja. 20 Jahre, wupp wupp. Weil ich glaube, das wird auch mit der Zeit, wird das ja immer schwerer. Ich kann euch Reigns als App sehr empfehlen. Also immer mal wieder auf dem Handy, wenn man gerade 5, 6 Minuten Zeit hat. Das ist eigentlich echt ein geiles Spiel. Oh, Botschaften klingt gut. Ah, ich musste gerade schlucken, Entschuldigung. Im Süden hat sich ein Wunder ereignet. Eine Statue des Propheten weint Blut. Erklärten wir es für echt.
Ich glaube, wenn wir es für echt erklären, gibt es Geld. Was kostet? Wir sollten eine Bibliothek bauen. Nein, und zwar... Okay, ich bitte. Okay, jetzt sehen wir eines der... Die Burg wird geplündert, euer Hofstaat zerstreut sich und ihr herrscht nur noch über Tauben. Wilhelm der Alte. Jetzt sehen wir, unser König ist tot. Aber der nächste König wird kommen. Und zwar Gerald der Zweite. In dem Sinne, es tut mir leid, dass heute nichts Richtiges kam, aber bevor gar nichts kommt, dachte ich, mache ich wenigstens das hier. Es ist nämlich auch gerade 13.21 Uhr, also relativ knapp. Morgen kommt er wieder Guardians of the Galaxy. Hoffe ich. Und ja, ich hoffe, dann sieht man sich. Übrigens, dass gestern kein Pest kam, das war ein Versehen. Ich habe den Timer falsch gestellt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.